Das hier ist nicht das erste Video zu diesem Thema. Ich möchte es aber einfach nochmal ein bisschen aufrollen, das Thema, da es immer wieder hier und da anscheinend zu leichten Irritationen kommt, die auch in Fragen per E-Mail an mich gerichtet werden. Es geht um das Thema waffenrechtliches Bedürfnis, insbesondere das erste, sprich das Initialbedürfnis. Der Gesetzgeber gibt soweit eigentlich relativ deutlich vor, welche Anforderungen gestellt sind, um an ein waffenrechtliches Bedürfnis zu kommen. Eines, ich spreche jetzt von dem Standard. Ich spreche nicht davon, irgendwelche Gutachten erstellen zu lassen, damit ich unter dem gesetzlich vorgegebenen Mindestalter ein Bedürfnis für zum Beispiel eine Großkaliberwaffe erwerben darf. Es geht mir im Moment tatsächlich nur um den Standard. Ihr braucht es also bitte. Ihr müsst mindestens 25 Jahre alt sein, ihr müsst sachkundig sein, ihr müsst zuverlässig im Sinne des Waffengesetzes sein, ihr müsst geistig und körperlich soweit eigentlich gesund sein, damit ihr sicher den Umgang mit Waffen nachgehen könnt. Das heißt nicht, dass vielleicht körperlich behinderte Menschen hier benachteiligt werden, ihr müsst nur in der Lage sein, die Waffen sicher zu handhaben. Und ihr müsst seit mindestens 12 Monaten Mitglied in einem skisportlichen Verein sein, der Mitglied in einem organisierten skisportlichen Verband ist. Das sind die Grundvoraussetzungen. So, das bedeutet, ihr werdet zum 01.01.2020 Mitglied im Verein. Das bedeutet im Klartext, im Normalfall zum 01.01.2021 könnt ihr euer erstes waffenrechtliches Bedürfnis beantragen. Und ich spreche jetzt von denen, die vorher noch nie Mitglied in einem Schützenverein, in einer Skisportgruppe, Schießleistungsgruppe oder was auch immer gewesen sind, sondern blutige Anfänger. Das heißt, ein Jahr, 12 Monate. In dieser Zeit müsst ihr regelmäßig mit erwerbscheinpflichtigen Waffen am Schießbetrieb teilgenommen haben. Der Begriff regelmäßig wird in den Verwaltungsvorschriften in zwei Zahlen aufgedröselt. Die Zahl 12 und die Zahl 18. Diese beiden Zahlen bedeuten, du musst entweder 12-mal regelmäßig, in Klammern einmal im Monat, oder 18-mal unregelmäßig am Schießbetrieb mit erwerbscheinpflichtigen Waffen teilgenommen haben. Luftdruckwaffen zählen hier nicht. Bogen und Armbrust zählt hier nicht. Du musst mindestens Kleinkaliber geschossen haben, um ein waffenrechtliches Bedürfnis beantragen zu können, weil ab Kleinkaliber erwerbscheinpflichtig. Ganz einfach. Achtzehnmal unregelmäßig ist in dem Fall, wenn ihr es nicht jeden Monat auf den Stand schafft. Manche Highflyer-Sportschützen sind der Meinung, oh, das muss doch möglich sein, mindestens einmal im Monat auf den Schießstand zu kommen. Nein, das ist es manchmal eben nicht. Man ist mal unpässlich, man ist krank, man liegt im Krankenhaus, man ist auf Geschäftsreise. Es gibt viele Gründe, warum es mal nicht funktioniert. Deshalb 12-mal regelmäßig, 18-mal unregelmäßig. Diese beiden Zahlen sind relevant. Es sind auch nur relevant ab Tag des Antrages 12 Monate rückwirkend. Ihr braucht also nicht die Schießnachweise von vor 2 Jahren mit beilegen, sondern wenn ihr 01.01.2019 in den Verein eingetreten seid, legt ihr auch nur 01.01.19 bis 31.12.19 dem Antrag bei. 12 Monate. Alles andere ist irrelevant. Ihr braucht auch keine Urkunden beizulegen. Wollen die meisten Befürworter nicht haben. Sie wollen einfach nur die Anträge bei Überschreitung Grundbedarfs, noch die Wettkampfnachweise und fertig. Mehr bedarf es nicht. Wie jetzt, was, wo, in welchem Antrag auszufüllen ist, hängt vom Verband ab. Jeder Verband hat da eigene Anträge. Die gesetzliche Vorgabe ist aber das, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Wenn ein Verein nun hingeht und ist der Meinung, er muss das zum Nachteil der Schützen kompliziert machen, indem trotz Grundbedarfs Vereinsmeisterschaften vorausgesetzt werden, Mindestringzahlen geschossen werden müssen,
wechselt den Verein. Weil da geht die Gängelung gerade so weiter, wie es der Gesetzgeber tut. Das ist meine persönliche Meinung. Ich halte von diesen Gängeleien gar nichts. Der Vereinsvorstand, der für euch die Befürwortung unterschreibt und an den Verband weitergibt, hat lediglich die 12 Monate rückwirkend Mitgliedschaft zu bestätigen. Er hat zu bestätigen, dass in diesen 12 Monaten regelmäßig im Sinne des Waffengesetzes mit erwerbsteuerpflichtigen Waffen trainiert wurde. Und er hat zu bestätigen, dass der Verein über die erforderlichen Standanlagen verfügt, um mit der beantragten Waffe und dem Kaliber schießen zu können. Ob das im Eigentum ist oder ob dieser Stand angemietet ist, das ist dabei egal. Der Stand, der Verein muss nachweisen, dass diese Waffe oder dieses Kaliber innerhalb des Vereins geschossen werden kann. Punkt aus, fertig. Alles andere ist nicht Aufgabe des Vereins. Ganz klar. Der Gesetzgeber gibt das vor. Und wer solche Vorstände weiterhin im Amt lässt, selber schuld. Sage ich ganz, ganz ehrlich. Mehr ist es nicht. 12-mal regelmäßig, 18-mal unregelmäßig in den letzten 12 Monaten mit erwerbsteuerpflichtigen Waffen plus die gesetzlichen Anforderungen, Zuverlässigkeit, bla bla bla. Mehr ist es nicht, Leute. Schaut euch die Anträge an, guckt, ob da irgendwelche Passagen gestrichen werden müssen, weil sie nicht zutreffend sind oder wie auch immer. Lest euch die Anleitung des jeweiligen Verbandes genau durch, welche Formulare beizulegen sind. Alles andere verzögert den Antrag nur oder führt zu einer Ablehnung des Antrages. Wenn ihr Fragen habt, fragt euren vereinsinternen Befürworter, nämlich denjenigen, der die Bedürfnisanträge in eurem Verein bearbeitet und an den Verband weiterreicht. Das ist im Regelfall der erste oder zweite Vorsitzende. Im Regelfall. Es kann aber auch anders delegiert worden sein. Aber geht dem Vorstand damit bitte nicht auf den Sack. Fangt nicht ein halbes, dreiviertel Jahr vorher an zu fragen, wie das abläuft. Wann kann ich endlich meinen Antrag stellen? Bla, 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 bla. Ich reagiere da mittlerweile ein bisschen empfindlich drauf, weil es irgendwann immer einfach nur noch nervtötend ist. Deshalb, Piano, kommt Zeit, kommt Rat und Gutes. Aber mehr ist es wirklich nicht. In diesem Sinn, macht's gut.